Was sie hier demonstrieren, ist beinahe eine Alltäglichkeit. Das heißt, die Sorglosigkeit der Autofahrer mit Spraydosen, aber auch vielleicht im Haushalt die Sorglosigkeit. Also ist das eine Sache, die praktisch jeden angeht. Also wir demonstrieren jetzt hier gerade, wie dort noch zu sehen ist, mal, wie sich eine Spraydose im Sommer in einem Fahrzeuginneren verhält. Nicht? Ist ja klar, wenn draußen 30, 40 Grad Temperatur herrschen, heizt sich so das Fahrzeuginnere auf 60 bis 80 Grad auf. Und dies soll jetzt mal auch diesen interessierten Zuschauern hier zeigen, was man also nicht machen sollte, Spraydosen im Sommer im Auto oder im Inneren eines Autos liegen zu lassen. Die Temperatur im Fahrzeug, sagten Sie, kann bis zu 80 Grad erreichen. Und diese 80 Grad, die reichen ja aus, um diese Dose hochgehen zu lassen. Das ist aber eine Kettenreaktion unter Umständen, denn dann kommen die Schäden erst richtig. Ja, also es gibt Beispiele dafür, die wir auch in der Praxis mal gesehen haben. Nicht? Da fallen zum Beispiel sogar Frontscheiben raus, beziehungsweise ganze Handschuhfachfächer, ja, zerborsten bis zum letzten, und alles haben sie dann praktisch im Fahrzeuginneren, ja, also unbeschreiblicher Fahrzeugschaden. Und man ist sich noch nicht sicher, ob zum Beispiel die Vollkaske auch so einen Schaden übernehmen würde. Ja, ist eine Fahrlässigkeit. Ist ja auch eine Frage der Sicherheit. Das heißt, die Sicherheit, man steigt ein im Auto, das Auto ist heiß und gerade in dem Moment fängt es an zu knallen. Gerade in dem Moment funktioniert es dann und dann ist der Gesundheitsschaden da. Ja, na, sie haben ja dann im Prinzip keinen Schutz. Niemand wird eine Schutzbrille tragen. Selbst der Airbag würde ja auch nicht auslösen, der ja auch einen gewissen Schutz darstellt. Also ist schon sehr problematisch und sehr gefährlich. Deshalb also ein Rat an alle Fahrzeugteilnehmer oder Fahrzeugführer, dann wirklich keine Spraydosen im Fahrzeuginneren zu belassen. Darf mich recht herzlich bedanken. Gerne schön, bitte. Wir haben hier dargestellt ungefähr mal die Gefahrguttransporte, die auf dem Straßenverkehr uns so oft anzutreffen sind, wie die eigentlich ordnungsgemäß beschriftet sein müssten. Also wir haben ja beispielsweise Gefahrenzettel, die müssen nicht nur auf Fahrzeugen drauf sein, sondern eigentlich auch auf Packgut, also zum Beispiel auch Containern oder größeren Verpackungen, damit man sozusagen von außen schon sehen kann, um was für Stoffe es sich handelt oder zumindest um was, welche Gefährdungspotenziale da drin stehen. Größere Mengen, die im Straßenland sozusagen transportiert werden müssen, also zum Beispiel Tankwagen, die müssen zusätzlich solche Warntafeln tragen. Die müssen zum Beispiel bei Tankwagen, die eine Kammer haben, also sprich gesamtgeschlossen sind, vorne und hinten eine Warntafel haben, auf der einmal eine Gefahrennummer draufsteht, aus der man ablesen kann, welche Gefahr diese Substanz birgt, prinzipiell bei einem Unfall, und hier unten eine Stoffnummer, die uns im Endeffekt in einem Verzeichnis genau sagt, um was für einen Stoff es sich handelt. Da kann man dann nachschlagen und dann kann man sich Chemiker, also Chemiezettel ausdrucken und sagen, okay, was erwartet einen. Vorab kann man halt an diesen Nummern sehen, was einen da erwartet. Die haben wir hier nochmal aufgeschlüsselt. Also wenn man jetzt guckt, der X steht hier in gefährliche Reaktion mit Wasser. Die 4 steht da, es ist Entzündbarkeit von Feststoffen. 2 und 3 steht im Endeffekt, dass es ein Gas oder entweichen kann und dass dieses Gas prinzipiell auch brennbar sein kann. So, in dem Fall haben wir jetzt, diese Nummer steht zum Beispiel für Natrium, dieses Schild. Natrium ist ja eigentlich ein Feststoff, der aber wunderbar schon mit Luftfeuchtigkeit und noch heftig mit Wasser reagiert. Es kommt zur Wasserstoffgasbildung und kann sogar zur Selbstentzündung führen. Deshalb also auch dieses X, damit man weiß, also Hände weg mit Wasser. Ja, dann haben wir nur mal ein Beispiel gezeigt, noch mal, was uns häufig im Straßenverkehr begegnet, sind halt zum Beispiel die 1202, 1203, Diesel, Heizöl, Benzin. Manchmal sieht man auch den Stickstoff und Schwefelsäure ist eigentlich im Verkehr auch häufig mal zu sehen. So, dass man mal als Verbraucher sehen kann oder vielleicht mal nachlesen kann. Gibt es aber auch Stoffe, die nicht miteinander harmonieren, und da muss der Verlader sehr genau darauf achten. Da gibt es die Stoffnummern, die in
Einklang miteinander stehen müssen. Das ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben und von daher sollte an für sich diese Sicherheit gewährleistet sein. Aber Sie sagten ja eben, kann ja nie ausgeschlossen werden. Kann nicht ausgeschlossen werden. Ein großer Gefahrpunkt zum Beispiel sind auch, was wir haben, Stückgutfahrzeuge. Also zum Beispiel ein LKW, der jetzt für mehrere Firmen fährt, der zum Beispiel, sage ich mal, Fernseher transportiert, in demselben Wagen noch Waschmaschinen hat, der kann unter anderem auch eine Palette Gefahrgut haben. Der muss dann aber auch außen ab einer bestimmten Menge nicht gekennzeichnet werden. Das heißt, also es kann auch passieren, dass man zu einem Einsatz kommt, die Ladefläche öffnet und dann kriegt man die große Überraschung, Wasser, da ist ja doch was drin, was wir vorher gar nicht von außen gesehen haben. Der Fahrer muss zwar in seiner Fahrkabine sozusagen Ladepapiere haben, in der auch Gefahrstoffe dann ausgewiesen sind. Deshalb ist es eigentlich bei solch einem Unfall immer sinnvoll, als erstes zur Fahrerkabine zu gehen und zu gucken, was hat der überhaupt geladen, damit man nicht nachher wirklich eine Überraschung macht, wenn man aufmacht. Es gibt eben, das kann passieren auch zum Beispiel, gerade wenn man jetzt einen Stückgutlader hat, der dann auch noch ganz viele verschiedene Chemikalien hat. Wenn es dann zum dummen Unfall kommt, können die dann natürlich auch noch reagieren miteinander im Wagen. Also ja, und da ist für Sie letztendlich die einzige Hilfe von außen eben die Zettel und auch die Schilder. Genau, die Schilder. Wir haben bei uns auf der Feuerwache und auch auf einigen Fahrzeugen sozusagen einen Laptop. Da gibt es dann eine Chemiedatenbank drauf, da können wir die Nummern eingeben. Und dort wird uns dann nochmal aufgeschlüsselt die Substanz, welche Gefahren sie genau birgt, also auch Gesundheitsrisiken, aber auch Maßnahmen, die eingeleitet werden können. Die Schiering Bergfeuerwehr ist ja ebenfalls Mitglied im Verband TUIS. TUIS ist ein Verband der chemischen Industrie. TUIS heißt, das ist das Transportunfallinformationssystem der chemischen Industrie. Der sind wir sozusagen auch angegliedert. Und die TUIS bietet halt zum Beispiel fachkundige Hilfe an für Unfälle, die im Bereich der Chemie stattfinden. Die Hilfe, die wir anbieten, untergliedert sich in drei Stufen. Wir haben die telefonische Beratung. Das heißt also zum Beispiel, wenn jetzt eine Feuerwehr vor Ort hat, einen LKW hat, der einen Gefahrstoff hat, die Feuerwehr nicht direkt weiß, was ist das, was mache ich damit, die können drin sich anrufen und sagen, also wir haben hier die und die Nummer, das und das, was macht man damit? So, dann könnte man also sozusagen aus der Datenbank den Leuten sagen, ihr dürft mit Wasser rangehen, dürft da nicht machen oder was auch immer. So, sollte das noch nicht ausreichen, gibt es die zweite Stufe, das wäre die fachkundige Hilfe am Unfallort. Da könnte dann zum Beispiel eine fachkundige Person hinfahren und dann dort die Feuerwehr also unterstützen mit Rat und Tat. Und sollte der Einsatz doch mehr technisches Gerät erfordern, was zum Beispiel bei einer Feuerwehr nicht vorhanden ist, dann können wir sozusagen als Chemiefeuerwehr auch ausrücken und dann dort zum Beispiel technische Hilfe leisten, indem wir mit speziellen Pumpen, speziellen Schläuchen, Schutzanzügen und so dann da Hilfe leisten können. Sie sind ja nun alle Chemiker, das habe ich jetzt jedenfalls festgestellt im Gespräch. Und Sie wissen in etwa, wie man mit den Stoffen umgeht, aber auch da gibt es spezielle Sachen, die dann noch die Kollegen erfordern. Sagen wir so, wir sind nicht nur Chemiker, also wir kommen viel aus dem Laborbereich und gibt auch dort verschiedene Sachen. Ja, also es ist immer sinnvoll, wirklich Leute dabei zu haben, studierte Chemiker oft, die einem dann doch wirklich mehr Hintergrundwissen geben können, die auch eine Reaktion, die stattfinden kann, schon mal voraussehen können. Denn nichts ist schlimmer, als zum Beispiel mit dem falschen Löschmittel oder mit dem falschen Bindemittel ranzugehen, weil das kann im Endeffekt eine Umweltgefährdung noch vergrößern. Und da sollte man dann wirklich nur rangehen, wenn man fachkundig da Ahnung hat von den Chemikalien. Im Hintergrund steht ja immer eins, nämlich Leben retten. Ja? Das Leben retten und zu versuchen, Schaden zu mindern. Ja, Lebensretten ist bei Feuerwehr bei jeglichem Einsatz das erste Thema. Das heißt immer, also egal, auch vor Löscharbeiten geht immer Leben retten. Und Sachrettung prinzipiell wird erstmal hinten angestellt. Umwelt prinzipiell ist eine sehr wichtige Sache. Ne? Dann wenn nach der Personenrettung muss man natürlich gucken, habe ich einen Gefahrstoff, der zum Beispiel ins Grundwasser gelangen kann und das Grundwasser verseucht, muss ich natürlich zusehen, dass ich ganz schnell die geeigneten Maßnahmen treffe, um das zu verhindern. Ja. Aber Lebensrettung ist halt immer an erster Stelle.
Man sieht auch auf dem Bild einen Hubschrauber, man sieht ein Spezialgerät, was gewisse Teile in sich birgt, die helfen sollen. Ja, das ist so, seit 3 Jahren gibt es eine Verbindung mit der Bundeswehr. Die Bundeswehr würde jetzt bei extremen Notfällen sozusagen einen Hubschrauber zur Verfügung stellen, mit dem man dann zum Beispiel einen Voraustrupp abschicken kann, der mit Messgeräten und Schutzanzügen schon mal vor Ort die Lage richtig erkunden kann, um dann zum Beispiel per Funk Bescheid zu geben, ob noch spezielle Sachen gebraucht werden. Weil wir können mal zeigen, wir sind ja hier auf der Karte angesiedelt, zum Beispiel in Berlin. Und im Gegensatz zum Rheinlandgebiet sind wir relativ exponiert hier draußen. Das heißt also, unser Einsatzgebiet, zum Beispiel im Rahmen TUIs, geht schon bis Mecklenburg-Vorpommern und runter. Das heißt also, Anfahrtszeiten können schon mal 2 Stunden sein, bis wir dort sind. Und da ist es natürlich schön, wenn man dann mit einem Hubschrauber vorwegfliegen kann, um da schon mal zu gucken, was erwartet uns und müssen wir noch spezielle Sachen mitnehmen, bevor dann die Kollegen ihren langen Weg dann antreten. So, das ist, hier sieht man es ja auch. Wir machen auch zum Beispiel auf unserem Werkgelände einmal im Jahr eine Übung zusammen. Achso, Entschuldigung. Okay? Gut. Ja, also genau das ist es. Also wir arbeiten zusammen. Aus diesem Grunde findet bei uns auf dem Werkgelände auch einmal im Jahr eine gemeinsame Übung statt mit der Berliner Feuerwehr, wo wir zum Beispiel die Nachbarn werden. Wir sind ja im Wedding lokalisiert, also die Feuerwehren aus dem Wedding mit einladen. Und wir üben auf dem Gelände gemeinsam Arbeitsabläufe, Einsatzabläufe. Denn sollte es bei Schäringen zum Beispiel zum größeren Einsatz kommen, ist die Berliner Feuerwehr auch gefragt. Das schaffen wir alleine dann auch nicht unbedingt. Und das wird eben auch geübt, Koordination, Kommunikation, denn das ist eine wichtige Sache, dass wir auch auf einer Einsatzstelle uns verstehen, uns miteinander unterhalten können, dass auch die Kollegen der Berliner Feuerwehr Ortskenntnis bekommen, das wird gemacht, ja. Darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken. Kein Problem. Herr Ziesler, Sie stellen hier ein Fahrzeug der Flughafenfeuerwehr vor, hier in Schönefeld. Dieses Gerät ist relativ groß. Und ich vermute mal, das Große wird auch dort gebraucht, wenn es mal wirklich ernst werden würde. Ja, auf alle Fälle. Ich sag mal, die Größe ist schon bedingt durch die Menge der Löschmittel, die wir eben mitführen müssen. Ja, das sind sehr große Mengen an Wasser in Verbindung mit Schaumbildner. Das ist eins von mehreren Flughafenlöschfahrzeugen, die wir haben. Dieses Fahrzeug hier selber hat 7000 Liter Wasser im Tank, zusätzlich 1000 Liter Schaumbildner. Dazu kommen noch 500 Kilogramm Löschpulver und 4 Flaschen CO2 a 30 Kilo in etwa. Also wir haben auf diesem Fahrzeug 3 verschiedene Löschmittel drauf, die wir auch für verschiedene Zwecke da brauchen. Aber unser Hauptlöschmittel am Flughafen selber ist nach wie vor Wasser in Verbindung mit Schaumbildner. Und da brauchen wir große Mengen in sehr kurzer Zeit. Und diesen Ansprüchen werden alle unsere Fahrzeuge gerecht. Die Tätigkeit, die Sie ausüben, ist die Extremtätigkeit, wenn man da mal das ganze Feuerwehrwesen betrachtet. Denn extrem ist, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann entsteht eine große Hitze und diese Hitze muss bekämpft werden, so schnell wie möglich. Ist das richtig so? Ja, das ist korrekt. Und zwar liegt darin auch unsere sehr knappe Ausrückezeit begründet. Wir haben eine Ausrückezeit von 3 Minuten, heißt auf Deutsch, vom ersten Klingelzeichen, vom ersten Alarmzeichen an müssen wir innerhalb von 3 Minuten jeden Punkt im Flughafen erreichen. Das schließt auch die Wege innerhalb der Feuerwache mit ein, Besteigen der Fahrzeuge, Ausrücken und unter Umständen bis zu 3 Kilometer fahren. Wir haben keine Zeit länger zur Verfügung, weil eine Flugzeugzelle maximal 3 Minuten einem Feuerstand hält. Dann beginnt innen ein Zersetzungsprozess der gesamten Kunststoffverkleidung. Es entstehen toxische Gase. Diese sind natürlich den Passagieren, sag mal, höchst gefährlich. Und darin liegt unsere sehr knappe Ausrückezeit von 3 Minuten begründet, einfach um Menschen zu retten. Sie sind nun berufsmäßige Feuerwehrleute, ist das richtig? Ja, korrekt. Wir sind eine Werkfeuerwehr. Auf dem Flughafen Schönefeld, genauso gibt es auf den anderen beiden Flughäfen Tempelhof und Tegel auch Werkfeuerwehren. Wir sind ein Unternehmen und gehören praktisch dem gleichen Betrieb an. Ja, soweit dazu. Der Eventualfall, wenn der entsteht, dann besteht immer die Gefahr, dass man selber zu Schaden kommt. Das heißt, Sie müssen versuchen, Leben zu retten. Das ist ja das oberste Gebot einer Feuerwehr. Und Leben retten bedeutet natürlich auch manchmal, dass man sein eigenes Leben einsetzt. Ist das richtig so?
Ja, das ist korrekt. Sag mal, das liegt eigentlich in der Natur unseres Berufes auch schon begründet, dass man alles unternimmt, sag mal, um Leben zu retten. Das schließt ein, dass man selber Gefahren auch eingeht und, sag mal, und ganz bewusst Tätigkeiten ausübt, die gefährlich sind. Wobei, bis zu einer gewissen Grenze muss man hierzu sagen, ist auch der Schutz der eigenen Einsatzkräfte wichtig. Und man muss bestimmte taktische Grundsätze dabei berücksichtigen, einfach um Erfolg zu haben. Das heißt, nicht sinnlos irgendwo in einen Einsatz rennen und nicht an das eigene Leben denken. Nee, man muss auch bei Einsätzen das eigene Leben schonen, um anderes Leben retten zu können. Das ist einer der Grundsätze der Feuerwehr. Wenn Sie vor einem Flugzeug stehen im Einsatz, was brennt, dann ist das meistens in der Regel, gehen wir mal davon aus, dass es in der Regel das ankommende Flugzeug ist. Ja? Kann natürlich auch mal das abfliegende sein, aber in der Regel das ankommende. Und das ankommende Flugzeug hat natürlich eine Sache, wirkt eine Gefahr in sich, dass neben dem Kraftstoff auch Gase in den Tanks sind. Und diese Gase sind mindestens ebenso gefährlich wie der Kraftstoff selbst. Ja, das ist auch korrekt. Also auch ein Grundsatz, sag mal, den jeder bei der Feuerwehr erstmal erlernt. Und eigentlich auch jeder andere Bürger wissen sollte, beim Umgang zum Beispiel mit Benzinkanistern, dass leere Tanks, leere Kanister grundsätzlich wie volle behandelt werden, weil auch da die Explosionsgefahr durch die Gase, die sich daran befinden, enorm ist. Und darum ist auch bei leeren oder fast leeren Tanks äußerste Vorsicht und genau die gleiche Vorsicht walten zu lassen, als wären sie volle Tanks. Das ist so. Flugzeuge fliegen mit Kerosin. Was wollen Sie dazu sagen? Kerosin. Ja, das ist der übliche Flugkraftstoff. Und ist der hochentzündlich oder wie wollen Sie den einstufen? Ja, also ich sag mal, er ist nicht in der Entzündlichkeit mit dem Benzin vergleichbar. Benzin ist schneller entzündlich. Kerosin, sag mal, hat eine etwas höhere Flammentemperatur und Zündtemperatur auch als wie Benzin. Insofern, sag mal, ist er schon etwas schwerer entzündlich. Ändert aber nicht an der Tatsache, dass, wenn er einmal gezündet ist, dann genauso intensiv brennt wie jeder andere Kraftstoff auch. Meistens geht ja die Flamme vom Triebwerk aus. Und da ist ja für Sie das größte Augenmerk zu richten, ne? Nee, das kann man so nicht sagen. Na? Herr Scholz, Sie haben hier ein Fahrzeug, einen BMW, das ist ein Motorrad, auf dem ein Löschfahrzeug, ein Löschteil drauf ist, hier ein, wie nennt man das? Ja, das ist ein Hochdrucklöschgerät. Und ich hatte erst im ersten Moment gedacht, es wäre eine Spielerei. Ja? Dann hatte ich aber gesehen, dass Sie auch mit einem Auto hier sind und da steht drauf Betriebsfeuerwehr BMW. Und da ist natürlich die Frage, drängt sich die Frage auf, BMW hat eine eigene Feuerwehr. Ist das richtig? Ja, eine Betriebsfeuerwehr. Also die wird von uns bei Brennen oder bei Notfällen besetzt. Ansonsten machen wir ganz normal unsere Aufgaben Werkschutz. Also ehrenamtliche Aufgabe, die Feuerwehr, ist das richtig? Ja, ehrenamtlich eigentlich nicht. Das ist ja während der Arbeitszeit. Also wir machen es nebenbei. Ja. Ja. Es gibt bei uns auch freiwillige Leute, also die normal ihre Arbeit machen im Werk und dann beim Alarm dann kommen. Und das ist dann auch so eine Art ehrenamtlich. Also innerhalb der Tätigkeit, die Sie beim BMW ausführen, ist das eine Zusatzarbeit, die dann auch hilft, Schaden zu minimieren. Ja, richtig, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass in so einem Fall dann auch notfalls Leben gerettet werden muss. Ist das richtig? Ja, wir machen also bei uns auch Rettungsdienst, ja.
Wir haben werkleitenden Dienst bei uns und mit dem machen wir dann auch Erste Hilfe oder Krankentransporte. Sie haben wie lange schon die Feuerwehr, die Firma BMW hier in Berlin? Oh, also ich bin jetzt 4 Jahre dabei. Wie lange es jetzt die Feuerwehr ungefähr gibt? 20 Jahre. Also 20 Jahre, eine lange Zeit, denn ich vermute mal, dass Sie in Spandau sind bei BMW? Ja, richtig. Motorenwerk in Spandau. Das ist ein relativ großes Werk. Wie viele Beschäftigte sind da? Circa 2500. Ah ja, da lohnt sich schon eine eigene Feuerwehr, denn da kann das ein oder andere schon mal passieren. Ja, ist richtig, ja. Mal Brände, mal Erste Hilfe, mal technische Hilfeleistung. Und es macht aber auch Spaß zu helfen, ist das richtig? Ja, klar. Sonst würden ja nicht so viel freiwillige Feuerwehr gehen. Also ist immer auch immer ein bisschen mit Spaß damit bei, ja. Sie üben auch mit der Berliner Feuerwehr und oder mit den freiwilligen Feuerwehren oder bleibt die Übung innerhalb des Werks? Bleibt innerhalb des Werkes, weil es von der Zeit gar nicht so erledigen lässt. Wir haben alle eine ganz normale Feuerwehrausbildung, wie die Berliner Feuerwehr auch oder die freiwilligen Kollegen. Ansonsten nehmt die normalen Übungen nebenbei, die machen wir bei uns. Also das heißt, im Notfall sind Sie auch anderweitig im Einsatz einsetzbar, um zu helfen? Ja. Darf ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken? Ja, bitteschön.